Liebe Freunde der gepflegten Casino-Unterhaltung, seien Sie uns ganz recht herzlich willkommen hier im Casino Lucky 7. Wo der Bär am Tanzen und der Papst am Boxen und ich gehe mal direkt auf Fortsetzen und dann gucken wir mal. Wir sind ja hier eigentlich ganz gut im Rennen und hallo, du bist ein Fünfer Hausmeister, du darfst da nicht vorbei. Ihr seht, dieses Hausmeisterpack, wenn ich den jetzt nicht angeklickt hätte, ne? Der hätte sich einen Scheißdreck drum gekehrt, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Otto B. Ostermann, ja, du kleiner Osterhase, du. Unglaublich, also. Da war doch irgendeiner gerade Scheiße drauf, wie ich es gesehen habe. Rot ist immer nie gut, da gehen wir mal gleich mit dem Betreuer ran an die Feinde, an die. Die sind natürlich keine Feinde, sondern. Ja, die gute Mama Quinn ist hier ihre Schenkel und sonstigen Fleische, Objektivität, wie auch immer, in die. In die Welt zu schütteln, ne? Und ja, gucken auch mittlerweile ganz gut Leute zu hier. Good to see you, genau. Was sagt denn unser Porno-Kino eigentlich? Ist da schon irgendwie, ja, aktuell keiner drin, aber 250 Gewinn. Liebe Leute, ihr seht, das ist noch nicht die ganze Welt, aber wir haben ja auch, glaube ich, in der letzten Folge auch, glaube ich, ein bisschen Werbung geschaltet. Das heißt, da wird dann gleich noch ein bisschen was passieren. Das ist ja auch mal gerade, ne, wie spät ist das jetzt hier? Ich kann das gar nicht erkennen. Das, naja, auf jeden Fall noch irgendwann in der Nacht drin. Ne? Ich weiß nicht. 11 Uhr, glaube ich, am Morgen. Ne? Aber hör nur. Werbung ist geschaltet. Wir können dann noch ein bisschen was machen hier in Werbung. Ne? Wir müssen ja unser, das ist ja unser primäres Ziel. Das kostet nicht viel. Ne? Hier ein paar einstellen und dann so viel. Boah, seid ihr denn nicht ganz dicht hier? Wir nehmen jetzt erstmal so ein bisschen die billigen. Na, das ist zwar, wie soll ich sagen, am Arsch der Welt und, ne, aber egal, ne, irgendeiner geht dran vorbei, ne, und guckt den Disc genau, dann denken die ja gleich, ja, Lucky 7, ne, komm, lass uns da mal hingehen, das gucken wir uns mal an, ne, und, wie dem auch sei. So, was ist mit dem Opa, ey, der Opa ist hier voll scheiße drauf, ey, mach den mal ein bisschen, oh, ich glaube, der bescheißt. Ich glaube, der bescheißt. Oppi, sag mal, Alter, spielst du ehrlich, mein Freund? August. Na, ich glaube, nee, der verliert, glaube ich. Nee, ich glaube, ist doch okay. Ja. Sagt der gute Diego auch, Opa ist hier gut am Spielen. Geht alles mit rechten Dingen zu, ne? Und der Opa, ne, ist dabei, sein letztes Hemd zu verspielen. Ne? Ihr wisst ja, das letzte Hemd hat keine Taschen. Hier ist wieder, wie heißt sie? Na, Pussy Claw, gehen wir doch mal in hier. Voll Nahaufnahme. Ja, seht's euch an hier. Die gute Edith ist wahrscheinlich auch bestens unterhalten. Ja, das ist doch mal, ne, eine amtliche Mutti, ne, und ja. Aber der Edith scheint sich das schon ganz gerne mal anzugucken hier, ne? Oh, da bin ich falsch gelaufen. So. Okay. So, ist gar nicht so leicht, weil ich steuere das hier mit der Tastatur und das ist immer so ein bisschen, ne, da muss ich da, ne, da steht doch noch das Mikrofon und das alles so unter einen Hut zu kriegen, ist gar nicht so leicht. So, der gute hier, Edison, ist hier gut was am Wegsaufen, ne, ist ein Urlauber, der ist gut drauf, das haben wir also hingekriegt, ne, liebe Leute. So, wir haben 20 Mille, bedeutet, wir haben, das ist immer geil, die Omi sagt, I'm getting thirsty here, whoop-di-dai, und Augusta Quinn, Augusta Quinn macht die Suppe für die Rentnerin, klar, wieso ist die so scheiße drauf, hier, geh, hallo mal, Betreuer, so, also, solange, es geht ja darum, den guten hier, seht ihr es, Billys Bar und Games ruinieren, solange die nicht anfangen, Krach zu machen, das wird irgendwann passieren, meine Freunde, sage ich euch, halte ich mich erstmal so ein bisschen bedeckt, um dann, I'm getting thirsty here, hört ihr die nette kleine Omi, die hat ganz gut Durst, ne? The competition just bought another property. Okay, da hat irgendwer eine neue Einrichtung gekauft, Club Casino hat das Westland gekauft, gucken wir uns mal ganz kurz an, okay, das ist natürlich alles noch hier im Entstehen. Wo genau ist das? Ich glaube, ich hoffe, ich überfordere meinen Rechner nicht. Okay, da sind wir bei uns. Hier sind noch die Porno-Kinos und die Live-Shows. Hast du nicht gesehen? Billy? Ja, wir gucken mal. Also wir werden den auf jeden Fall, werden wir den angehen. Den kriegen wir auf jeden Fall aus dem Geschäft. Aber ich mache das gerne mit Qualität anstatt mit Gewalt. Ne? Das ist natürlich dann eine gute Sache. Wir schicken dem auch bald auf jeden Fall mal ein paar Leute hin. Ne? Aber noch, bin ich ehrlich, möchte ich eigentlich lieber ein bisschen das Casino hier weiter aufbauen. Guck hier, der Automat hat sich schon gelohnt, hat schon 1000 Gewinn eingespielt. Das ist immer eine coole Sache. Ne, der hat auch schon 1900, 1500. Cool. So.
Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das hier nicht so gut läuft, denn eigentlich, liebe Leute, eigentlich ist egal. Wir müssen hier ein bisschen repräsentieren, finde ich. Da werden wir jetzt nochmal hier ganz kurz. Sagt Helwin, man muss auch ein bisschen repräsentieren, hat er recht. So, stellen wir noch eine zweite hin. Da machen wir das gleiche. Konfiguration hoch. Machen wir auch noch 8, bis wir hier, da schicken wir dann hier die gute Dings der Bumster hin. Die klickt man einmal an, dann zur Attraktion. Dann geht die Dame dahin und wie ihr seht, sind mittlerweile 2 Bars dabei. Das sieht auch fast aus wie eine lange, eine große, aber wir haben 2 kleine. Und ist auch egal, die Leute trinken sowieso, wie sie wollen. Sollen wir hier noch einen Tisch hinstellen? Ja, komm, kriegen wir hier noch einen Tisch genommen? Ein lecker Tisch hier. Hallo, ein bisschen Entertainment, Tisch und so. There's a convention starting soon. Morgen beginnt ein Elvis-Kongress. Ja, das wird lustig. Liebe Leute, ich sage lustig, weil die Elvisse, die trinken 1-2 Drinks, dann sind die besoffen. Das heißt, wenn wir Pech haben und hier viele Elvis-Konvent-Teilnehmer auftauchen, dann werden wir hier eine ganze Menge besoffene Elvisse sehen. Und das lohnt sich alleine schon. So, wir brauchen noch 5.000 und dann können wir uns... It's the end of the day. Wages have been paid. Wages have been paid. Wie sind denn unsere Angestellten so drauf? Alles noch im grünen Bereich. Ja, ihr seht, das wird jetzt ein bisschen mehr. Aber alles noch grün, das ist eine schöne Sache. Der Opa trinkt erstmal an. Wieso ist der so kacke drauf? Hier, Rinaldo. Der geht sich erstmal hinsetzen. Komm, Rinaldo, verfolgt den mal. Ne? Den Rentnern soll es bei uns ja gut... Ach, wir hatten... Ja, stimmt. Wir hatten noch einen 5er Kellner Barkeeper einstellt, ich erinnere mich. Na, die Bar ist natürlich jetzt spitzenmäßig besetzt, ne, mit perfekten Leuten. Hier ist die kleine Brigitte Kennedy, aber das ist ja. Macht das von allein? Er macht's. Jetzt schlagen sie sich fast rum. Ich bin begeistert. Hausmeister, Jungs, was ist los mit euch? Oh, wenn du schon dabei bist, mein süßer kleiner Mann. Ja. Der Mann ist gut. Otto B. Ostermann. Ja, kommt wahrscheinlich von der Osterinsel, ne? Das Kehren gelernt, ne? So. Ja, ihr seht, hier wird die ganze Sache schon ein bisschen lauter. Der Jetsetter ist hier lecker am Zucken und verliert gerade einen Honig. Aber der ist auch gut drauf, ne? Oh, seht ihr es hier, ne? Ja, das Pornkino füllt sich, ne? Verlässt die Stadt. Ja, die Porngucker sind meistens nicht ganz so gut drauf, ne? Und, ja. Kriegen ja wahrscheinlich nicht genug Liebe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, ist jetzt auch erstmal egal. Ist das Irene auch ganz egal? Das ist die gute Irene, die darf bei uns bleiben. Ne? So, dann können wir uns auch bald schon fast die neue Garage, beziehungsweise die neue Etage-Garage leisten. Das ist eine gute Sache. Allerdings müssen wir ganz gelegentlich mal gucken hier nach dem schönen Betreuer. Die brauchen wir, selbst wenn wir die hier nicht alle einsetzen, die können wir auf die Etagen verteilen. Ich bin ehrlich, wie viel Hausmeister haben wir denn? Wenn du oben einen neuen Bums aufmachst, da brauchst du auch auf jeden Fall einen Hausmeister, beziehungsweise einen Rauschmeister. Das ist ein Dreier. Wie viel, ganz kurz mal gucken. Wie viel Rauschmeister haben wir denn? Wir können das hier mal kurz machen. So, wir haben nur 2. Einen Dreier und einen Fünfer. Scheiße. Ich müsste gelegentlich mal auf die Sterne hier klicken, damit ich auch dann sowas dann mitkriege. Mein Vierer ist schon echt okay, aber jetzt, ne? Herr Bunkelmann ist 1, sagt er, ne? Das ist ein bisschen zu wenig, ne? Aber, liebe Leute, was wir jetzt mal machen können. Sie können verschiedene Transportarten kaufen, konfigurieren und ansehen. Ja, super. Dann würde ich vorschlagen, hier kann man zum Beispiel so einen Shuttle-Service einrichten. Hier kann man eine Limousine kaufen, hier kann man einen Busdingsterbums einrichten. Wir treten jetzt mal ganz dekadent auf und kaufen uns jetzt mal eine Limousine hier, das kostet 5.000, ne, und wupp, ja, wir wollen die gerne kaufen, ne, dann kommt die gleich hier angefahren und da wird es angezeigt, dann gehen wir auch mal direkt nach draußen. Vielleicht sehen wir es an uns vorbeifahren, weil diese Limousinen nehmen dann auch die Leute mit und ist natürlich ein Zeichen für eine gewisse Form der Dekadenz. Wo ist er? Hallo! Boah, meine Maus ist gerade ein bisschen, wie soll ich sagen? Ne, ihr seht, hier stehen die Leute alle Schlange, warten auf Taxis. Da werden wir dann irgendwann auch eine Buslinie einrichten, ne? Oder halt, ne, unseren Shuttle-Service oder aber... Oh, da ist ein Hubschrauber, der macht ein bisschen Krach. Wo ist denn unsere Limo? Hallo! Ich würde gerne unsere Limo sehen. Das ist ein Polizeiwagen. Sind bei Billy schon wieder eine Razzia. Was ist das eigentlich? Da wollen wir ganz kurz mal reingucken. Ach, das sind Hotels. Okay, das sind nur reine Hotels. Da ist nicht viel gedroschen. Okay. Können wir mit leben. So,
Wo ist denn unser Limo? Kann ich denn sehen, wo unser Limo sich gerade aufhält? Ach, da oben kurft die gerade. Okay. So, gehen wir da mal hin. Oh, ist, die fährt da jetzt durch die Gegend und... Okay. Na gut, die haben wir verpasst. Macht nichts, denn, liebe Leute, die anderen Casinos werden sich auch dann demnächst ein paar Limousinen kaufen und dann entsprechend hier, das sind so Buslinien, die sind aber normale Stadtbusse. Das ist natürlich so für die richtigen Zocker und eine Sache mit dem Stadtbus, ne? Die lassen sich natürlich lieber mit Limousinen abholen. Ne? Unsere Limousinen fahren dann auch zum Flughafen und zum Bahnhof und holen dann entsprechend die Leute ab. So, hier ist immer noch Billy's Bun Burger, da wollen wir noch nicht vorgehen. Ich denke mal, das können wir dann auch in der nächsten Folge mal machen. Sagt doch einfach mal, kommentiert mal, wie ihr das gerne hättet. Das ist auf jeden Fall unser primäres Ziel, Billy's Bar zu ruinieren. Ich mache das ganz gerne immer dadurch, dass ich den Jungen einfach aus dem Geschäft dränge, weil hier die Leute hinkommen und zu ihm nicht. Und dann ist es eine faire Sache. Ich weiß, das ist jetzt nicht der größte Unterhaltungswert, deswegen werden wir das auch anders regeln. Ich weiß halt nur noch nicht genau, wann wir das machen. Ne? Aber hier ist schon wieder eine Nutte. Ich glaube, der gute Billy schickt uns irgendwie. Weiß aber auch nicht. Ich kann es nicht genau sagen. So, ist das Irene? Das ist das Irenchen. Und ne, können wir dann hier mal gucken, dass wir da irgendeinen schicken können. Ja, Hausmeister und rennt da vorbei. Nein, erwischt auch. So, der Tini ist hier lecker am Abschleppen. Ne? Und ist hier, wupp, falscher Knopf. Entschuldigung. Oh, jetzt wollte ich... bin da leider immer mal gelegentlich im falschen Knopf. Es läuft nämlich über die Bildtaste, über die entfernen und ändern und so weiter. Das ist also hochkomplizierte Technologie, die dahinter sitzt. Und ihr wisst ja, Spielkind 45 und Technologie ist nicht unbedingt das Gleiche. So, und dann gucken wir uns den Teenie jetzt auf jeden Fall mal an. Ja, seht ihn euch an, wie er abrockt. Ja, ich bin voll der Teenie. Yippie, yay, mit dem Peace-Zeichen in grün. Everything okay? Jetzt ist es schon grün geworden. Ja, super, super. Enjoying yourself. Wundervoll. Die gute Miss Kellogg macht das gut, hat aber auch 5 Sterne und ja. Was sagt denn unsere Wettgeschichte hier eigentlich? Haben wir schon was gewonnen? 780, das ist jetzt nicht die Welt. Seht ihr, der hat jetzt richtig abgezappelt und möchte jetzt ein bisschen sich ausruhen. Ne? Ist ganz gut hier, Alter. Wieso gehst du so weit? Da ist hier auch schöne Sitzgelegenheit. Nein. Es muss vorne am Eingang sein, vermutlich. Ja, ja, geht er da hin? Ja, er will bei der Lavalampe sitzen, das kann man verstehen. Ne, das ist wie dem Aussehen. Wir werden auch irgendwann mal eine Folge machen, da werden wir uns mal einen aussuchen. Vielleicht einen Falschspieler von uns oder einen Schläger oder wie auch immer. Oder auch einfach nur einen Gast oder einen Betrüger, den wir erwischt haben. Egal, wie auch immer, könnt ihr euch aussuchen. Den werden wir einfach mal verfolgen, denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel, gucken wir mal ganz kurz. Wenn wir da irgendwie einen anklicken und den zum Beispiel und ich drücke jetzt mal die Taste F. Ja, dann gehen wir ganz runter. So, dann Moment, wir uns kurz gucken. Dann folgen wir dem guten Mann. Na, und da können wir mal eine ganze Stadttour machen und ihr werdet sehen, wie gefährlich das Leben hier in Dingsterbumster in Chancellorville ist, denn die Leute werden hier reihenweise über den Haufen gefahren. Am Anfang noch nicht, weil dann hat es noch nicht so viele Fahrgeschäfte, sprich die ganzen anderen Casinos haben auch noch nicht so viel eingerichtet, aber ja... Ich bin immer schockiert, wie viele meiner Betrüger beispielsweise auch gar nicht in andere Casinos ankommen, weil die einfach plattgefahren werden. Ist so, es ist eine total komische Geschichte, aber ne? Ja, der stellt sich jetzt hier wahrscheinlich an die Bushaltestelle, ne, geht ein bisschen weiter. Aber das würde ich vorschlagen, Leute, da machen wir mal eine ganz eigene Folge von, denn das ist echt lustig und ihr seht die Stadt mal aus einem komplett anderen Blickwinkel und ich habe das früher ganz gerne mal gemacht und habe mir jetzt einfach mal alles so angeguckt, was die so machen und dann auch irgendwie 1000 Tote gesehen und wie dem auch sei. Machen wir auf jeden Fall eine Folge und nun ja. Oppi, was guckst du? Alter, kannst du nicht entscheiden? Schick dir mal einen Betreuer. Laufen ja genug von rum hier mittlerweile. Der Rentner, was gehst du? Baccarat spielen, Alter, oder was? Oh, vielleicht geht er auch ein bisschen wetten, ne? Der geht auch auf jeden Fall wetten. Können wir auch mal gleich einen Dingsterbumster schicken. Ich glaube, bei dem Wetten kannst du, glaube ich, gar nicht betrügen. Ich glaube, da ist ein Betrug eigentlich unmöglich. Bei den Tischen natürlich auf jeden Fall. Wer klatscht da? Ach, er klatscht, weil er sich freut, wer weiß. Ja, ihr seht, unser Wettbüro ist echt ganz gut besucht. Ne? Gehen wir mal direkt runter. Ja, sind sie und hier in der Wohnwagen. Sie sind mal voll dabei. Ja, los, George, lauf schneller, Alter. Mach ein Tor oder wie auch immer, Alter. Boah. Ja, super. Hat auf jeden Fall Spaß in den Backen, aber der ist... Gelb, den. Ja, jetzt geht er erstmal einen abgucken. Ne? Irgendwie, was weiß ich, jetzt. Ja, irgendwie unser.
unser Theater läuft hier aber auch echt gut, ne? Gucken Sie alle den Elvis hier an. Ach ja, der Elvis Grand Prix, der fängt ja auch jetzt demnächst an. Ja, das ist geil. Noch keinen Delinquenten gesehen, sprich noch keinen Elvis-Teilnehmer. Das wird passieren, die werden wir auch sehen. Die werden hier besoffen, torkelnd durch die Gegend laufen, denn die Elvis, die vertragen alle sehr, sehr wenig. Ja, das ist komisch. Jede Convention hat so seine ganz eigene Art und Weise, mit dem ganzen Scheiß umzugehen. Also wie gesagt, die Elvis-Leute sind relativ schnell besoffen und machen ja einen auf Schickermann. Ne? Es gibt auch die Clowns-Convention. Die Clowns, ne, die eigentlich lustigen, die sind meistens voll schlecht drauf und machen sehr viele Schlägereien. Das heißt, das ist so, dass ich noch in Erinnerung habe, dass die ganzen Conventions so jeder ihre eigene, ihren eigenen Schwachpunkt hat. Nun ja, aber die Elvis sind noch nicht da, ich denke mal. Okay, jetzt gerade fängt das Convention an. Jetzt gerade sehe ich aber auch, dass die Zeit, meine lieben Leute, erreicht ist. Liebe Freunde der gepflegten Casino-Unterhaltung, ich danke recht herzlich für Ihr Interesse und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an der ganzen Sache, denn ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht, wenn die ganzen Elvis hier betrunken und torkelnd durch die Gegend rennen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon groß genug für sind, dass wir hier ein paar von den Jungs beherbergen können, ich kann es gar nicht sagen. Wir werden dann auf jeden Fall, ne, wir haben jetzt 26.000 auf der Uhr, sehe ich gerade, und wir werden auf jeden Fall dann in die nächste unsere zweite Etage einrichten, ne, das dauert ein bisschen, weil ich bin ehrlich, da braucht man immer gutes Personal und das werden wir uns auf jeden Fall suchen und nun ja. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt drauf, wie es weitergeht, wie meine einer. Und ich wiederhole mich gerne am Ende des Folgetechniken, wie auch immer. Ich liebe dieses Spiel. Also, liebe Leute, haltet euch wacker. Ciao, ciao. In diesem Sinne, ab in die Rinde. Euer Spielkind 45.